Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Spider-Man. So, ich habe jetzt in der letzten Folge hier ein bisschen rumgespielt mit dem blöden Spektrographen. Und ich habe wieder mal zu kompliziert gedacht. Also die durchsichtigen Dinger heben das praktisch nur auf. So, das haben wir jetzt hinbekommen. Können wir auch nochmal gucken hier. Ich habe alles abgeschlossen. Also war jetzt eigentlich gar nicht das Problem. Wie gesagt, man muss halt eigentlich öfter spielen, dass man hinter das Prinzip kommt, wie das funktionieren soll. Und ja, ging ganz gut, würde ich sagen. Drücken wir mal das Bildmachgerät an, Leute. Und dann schauen wir doch mal weiter. Gibt es hier noch irgendwas? Tür? Ah, ich glaube, hier kommen wir bloß raus, gell? Raus haben wir noch nicht. Gibt es hier hinten noch was? Hier gibt es auch nichts. Okay, dann würde ich sagen, hier haben wir alles erledigt, Spektrographe. Oh, hier noch was. Anhören. Peter, Audio. Ich danke nochmal für die Gutachten. Kreuzgutachten sind das Rückgrat der Wissenschaft. Bei der Vorbereitung auf die Anprobe stiegen Zweifel in mir hoch und ich fragte mich, ob das wirklich die beste Methode des Gliedmaßenersatzes sei. Töricht, ich weiß, aber ich frage mich, gibt es einen anderen Weg? Das weiß ich nicht, ob es einen anderen Weg gibt. So. Ich muss mal was gucken hier. Okay. Das läuft alles. Gut. Gut, dann würde ich sagen, dann gehen wir mal raus. Schauen wir mal, ziehen wir unseren Anzug an und dann geht's los. Haben wir mal ein paar EP bekommen? So. Hier haben wir eigentlich alles abgeschlossen soweit. Alle Rucksäcke und so weiter haben wir auch geholt. Passt. Hier haben wir noch was. Ein Wahrzeichen. Und das Wahrzeichen, das könnten wir uns gleich mal holen. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch mal hier hoch langsam. Was ist denn das nochmal gewesen? Spider-Man Nebenmission. Weil Hauptstory-mäßig haben wir jetzt, glaube ich, nichts. Na, Hauptstory-mäßig ist nichts. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu den zwei Wahrzeichen und dann würden wir, glaube ich, mal das Gebiet hier frei machen. Hallo? Peter, hier spricht Dr. Octavius. Oh, hallo, was gibt's? Lance Corporal Tuxedo ist hier für eine Anprobe. Das habe ich total vergessen. Also nicht richtig vergessen. Ich habe nur, ich komme sofort. Die Unpünktlichkeit wird langsam zu... Muss ich jetzt zurückgehen, oder? Nein. Hätte mir immer gleich sagen können. Gewohnheit. Mensch Parker, in Ihnen steckt so viel mehr. Na, er hat recht. Wie kann es schon so spät sein? Sei gerade eben drin. Gehen wir nochmal hin. Okay, dann machen wir gleich Hauptstory weiter. Sind wir Gott sei Dank 10, 30, weg. Wir haben einen bewaffneten Raubüberfall. Bitte unverzüglich nach Chelsea. Jetzt gibt es hier keinen Fallschaden. Schon mal gut. So, dann gehen wir nochmal rein. Vielleicht kriege ich ja einen neuen Anzug oder so. So. Der weiße Kittel ist an. Geht's hier eigentlich in die Toilette? Aber da können wir nicht reingehen, gell? Wie funktioniert das? Genau wie ein echter Arm. Sie denken an das, was er tun soll, und... Ja! Hey! Hey! Was soll das denn werden? Die Anlage ist ein Sicherheitsrisiko. Sofort aufhören! Die Ausrüstung ist sehr empfindlich.
Das reicht. Ich rufe das Büro des Bürgermeisters an. Peter Parker. Verdammt, wie geht's dir? Wenn man vom Teufel spricht? Mr. Osborn. Oh, bitte. Wie lange kennen wir uns schon? Es heißt Herr Bürgermeister. Sag Norman. Norman. Norman, was soll das hier werden? Die Zuschussvereinbarung beinhaltet strenge Sicherheitsklauseln. Dies ist nicht der erste Verstoß. Das wurde schon geklärt. Von mir? Wir hätten die Ausrüstung längst konfiszieren sollen. Aber ich hatte einen Durchbruch. Oh. Danke für Ihre Dienste an unserem Land. Diese Leute begleiten Sie zu Oscorp Robotics, wo Sie die neueste Prothese erhalten. Kostenlos. Es geht gar nicht um Sicherheitsbedenken, nicht wahr? Ich versuche zu helfen, Otto. Du kannst die Arbeit fortsetzen. In einer sicheren Umgebung. Bei Oscorp. Du warst schon immer der klügste Kopf im Raum. Du hast dich nicht verändert. Kein bisschen. Du dich auch nicht. Hey, Peter. Harry kommt Anfang nächsten Jahres aus Europa zurück. Vielleicht könnt ihr dann das Geschäft starten, von dem ihr gesprochen habt. Das ist doch eine tolle Chance. So ein Schlingel. Ganz ruhig. Die haben ja nicht alles mitgenommen. Wir fangen einfach von vorn an. Peter, es gibt kein Wir. Ohne die Zuschüsse der Stadt kann ich sie leider nicht mehr bezahlen. Eben aus umsonst. Ich brauche Zeit zum Nachdenken. Ich rate Ihnen, finden Sie einen neuen Job. Okay. Bin ja gespannt, wie es dann da weitergeht. So, okay, dann schauen wir doch mal. Okay, hier ist neben Hauptstory hinter Harrys Herzensprojekt. Ja, komm, lass uns gleich dahin starten. Ich würde Doc gerne helfen. Ob ich Harry anrufe? Er könnte mit seinem Dad reden. Nein. Norman würde nie auf Harry hören. Wollte sogar die Gelder für seine Forschungsstationen stoppen. Hey, eine der Stationen ist in der Nähe. Mal sehen, wie es läuft, während Harry in Europa ist. Wie kann ich Doc helfen? Ich lass mir was einfallen. Okay, schauen wir doch mal. Forschungsstation. Harry hat mir eine Nachricht dazu hinterlassen, bevor er nach Europa gereist ist. Forschungsmarken. Ich brauche deine Hilfe. Das Lieblingsprojekt meiner Mom waren Forschungsstationen zum Wohle aller. Ich habe sie eröffnet, aber jetzt bin ich weg und Oscorp wird sie dicht machen, wenn sie nichts einbringen. Könntest du sie im Auge behalten? In jeder Station sind Infos für dich. Danke, Mann. Solange sie da sind, lebt meine Mom irgendwie weiter. Naja, ich kann davon nicht die Miete zahlen, aber es hat ihm wohl viel bedeutet. Ich werde tun, was ich kann. Okay, damit kriegen wir jetzt die Forschungsmarken. Sehr schön. Belohnung Forschungsmarken 2. Dies ist unsere Luftqualitätsstation, die Schadstoffe in der umgebenden Atmosphäre überwachen. Super wichtig für die Stadt und ihre Bürger, aber natürlich sind ganz bestimmte Firmenbosse wenig begeistert davon, wenn ihr Schadstoffausstoß öffentlich dokumentiert wurde. Start. Es gibt hier viele Stationen, die Luftverschmutzung messen. Die Idee ist es, Kontaminanten abzufangen, bevor sie toxisch werden. Unter uns, Oscorp will das verhindern, weil dabei rauskommen kann, dass sie die Luft verschmutzen. Die Menge an polyzyklischen Kohlenwasserstoffen in der Luft ist viel zu hoch und steigt an. Wenn sie weiter steigt, könnten Menschen daran sterben. Okay.
Die Partikel sammeln sich an Problemherden, wie Mini-Wolken von Smog. Ich schwinge mich durch sie durch und hole Proben. Die kann ich dann analysieren. Okay, dann gehen wir doch mal gleich zu den ersten hier. Checkt es mir so nicht an, okay. Ich weiß nicht, wo die jetzt ist. Sie müsste jetzt eigentlich genau hier sein. Vielleicht hier unten? Dann müsste es da oben sein, okay? Ich war hier noch nie so. Er hat gesagt, ihr schwingt hindurch, oder wie? Okay. Weiter hoch vielleicht. Ja, wie macht er denn das jetzt? Egal wie eklig die sind, ich schwinge mich genau durch die Wolken durch. Die Wolken sind fürs bloße Auge sichtbar. Also muss die toxische Belastung hoch sein. Okay, nächste ist hier drüben. Sein. Und hab dich! Gleich zu der nächsten. Ich bekomme gutes Zeug. Also gute Proben von schlechtem Zeug natürlich. Okay, fühlt sich an, als ob ich direkt am Auspuff hänge. Aufs Haus hoch. Warum macht er denn das nicht? Irgendwie spinnt er gerade ein bisschen hier. Was macht er denn? Was ist denn jetzt hier los? Darüber gehen. Wie nimmt er mir die nicht? Ich erschrecke wohl die Leute, aber das ist ja nichts Neues. Die letzte.
dachte ich hier. Die Giftstoffe stammen von zwei Automarken und einem defekten Schornstein. Ich mach lieber Fotos. Ziel verdeckt. Perfekt. Das Licht ist perfekt. Schönstes Schornsteinfoto. Das Umweltministerium übernimmt den Fall. Vielleicht mache ich mir ein grünes Spider-Kostüm für den Tag der Erde. Zwei Forschungsmarken. Harrys Station hat eine öffentliche Gesundheit. Das heißt, wir könnten eigentlich mal nochmal in die Anzüge reinschauen. Weil wir haben ja für. Ich glaube, diesen hier. Warum? Wir haben doch jetzt zwei Forschungsmarken bekommen. Das verstehe ich jetzt nicht. Oder müssen wir direkt... Krise beendet. Oscorp wird kaum Argumente gegen eine Nutzung finden. Warten wir nochmal kurz. Wir haben noch zwei Forschungsmarken jetzt bekommen, oder nicht? Ja, genau. Dann könnten wir uns den schon kaufen. Diesen hier. Namengeber, um eine seiner Wille negative Energie abzugeben. Das schaut auch cool aus. Kugelsicher, das ist auch nicht schlecht. Ich glaube, wir werden mal den hier nehmen. Herstellen. Neue Kraft freigeschaltet, okay. Kugelsicher gegen A. Geil. Das hier mal. Okay. Spider-Man, Schocker ist entkommen. Jetzt braucht er eine Bank aus, 31. East. Was ist passiert? Ich dachte, er wäre im Kittchen. War er. Aber einer der Wärter ging zu seiner Zelle, ließ ihn frei und gab ihm dann seinen Anzug. Also doch, Schocker arbeitet für jemanden. Was hatte der Wärter zu sagen? Wird ihn gern fragen, aber er ist tot. Wer auch immer hinter Schocker steht, wollte keine Zeugen. Verdammt!
Den Sicherheitsvideos zufolge war der Wärter in einer Art Trance. Und vielleicht lag es am Licht, aber es sah aus, als würden seine Augen leuchten. Wie gruselig. Okay, mal sehen, was ich aus Schocker rausbekomme, wenn ich bei der Bank bin. Machen wir jetzt aber nicht. Wir machen jetzt erstmal nochmal dieses kleine Forschungslabor. Das schauen wir uns diesmal an. Forschungsmarken. Irgendwie komisch, hier oben eine Marine-Forschungsstation zu haben, aber von hier hat man einen tollen Blick auf den Fluss. Sobald gesundheitliche Probleme entstehen, können wir sie ganz einfach aus der Luft bekämpfen. Natürlich erst, sobald das System online ist. Machen wir das doch mal. Überwacht die Gesundheit der Meeresbewohner. Wir haben hier jede Menge Medikamente, falls du welche brauchst. Die Folgen der Krankheiten sind... Kein lebendes Wesen sollte so etwas erleben müssen. Okay. Anscheinend haben die Fische eine bakterielle Infektion. Ich kümmere mich lieber darum, bevor die Nahrung verseucht wird. Im Labor gibt es ein antibakterielles Spray, das die Fische heilt. Ich muss es nur auf das Wasser sprühen. Und zwar schnell, bevor die Menschen krank werden. Zuerst zu den Docks. In den Fässern finde ich sicher die Ursache des Problems. Ich muss sie aus dem Wasser holen. Ich bin's, der freundliche Müllmann aus der Nachbarschaft. Okay, sollen wir einen in der Luft machen? Die Fässer sind schlauer als die Typen, gegen die ich sonst kämpfe. Wo die Luft rein ist, kann ich in Ruhe sprühen. Wenn ich es gleichmäßig verteile, trägt es die Strömung überall hin. Ich muss ein großes Gebiet versorgen. Die Fische verteilen es untereinander. Das ist gut, weil ich nicht so weit rausschwingen kann. Die Wasserströmung zeigt, welches Gebiet ich noch versorgen muss. Mehr Fässer. Auf jeden Fall die Quelle der Bakterien. Ich werde sie vernichten. Das Gute an Fässern, sie schießen nicht auf mich.
Das Schlechte, Sie wissen meine Witze nicht zu schätzen. Das nicht, Mensch. Alles bereit zum Sprühen. Kommt schon, ihr Fischchen. Das ist gut für euch. Deswegen hatte ich nie ein Aquarium. Irgendjemand meldet es sicher Jameson als Spider-Man, der Wasserverschmutzer. Okay, ich muss irgendwo meine Flossenfreunde scannen und checken, ob sie gesund sind. Jetzt hier nicht rauf, Mann. Alle gesund. Okay. Also nach den Maßstäben der Docks. Wir haben einen Ausbruch im Keim erstickt. Nicht leicht für Oscorp, die Vorteile der Station kleinzureden. Okay. Okay, dann würde ich sagen, machen wir dir an der Stelle einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Mal schauen, wie es dann weitergeht. Ob wir eine Forschungsstation machen, vielleicht machen wir auch die Hauptquest weiter. Ich weiß es noch nicht genau. Schauen wir uns in der nächsten Folge an. Also bleibt dran. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao. Euer Andi.